Moin Ladies und willkommen zurück bei We Are Football mit dem M-Soccer-Patch und dem FC Hansa Rostock. Eigentlich wollte ich heute, also Samstag, nicht mehr zocken. Ich dachte, nee, komm, mach Pause. Aber ich muss wissen, wie es weitergeht. Ist wie bei einem richtig guten Roman. Ich will unbedingt wissen, wie es hier weitergeht. Also, das lässt mir nicht mehr los hier. Eine Runde geht noch, habe ich mir gedacht. Eine Runde geht noch. So, wo waren wir? Englische Woche, Bremen und Leverkusen. Transferfenster hat eh noch nicht offen, deswegen werden wir noch nicht großartig was machen. Wir können aber, bevor es hier direkt weitergeht mit den neuen Spielen, mal wieder hier aufs... Nee, was wollte ich machen hier? Ah, hier, Weiterbildung. Das wollte ich doch mal machen. Und ich wollte gucken aufs Netzwerk. Denn jetzt gehen wir dann mal... Brasilien, England hatten wir schon. Na, Italien. Gucken wir uns Italien mal an. Kann ich noch mehr Suchaufträge einfügen? Wahrscheinlich nicht, ne? Frankreich. Ach doch, tatsächlich. Ich kann das mehrmals machen. Aha. Ja, warum mache ich das denn nicht öfter? Wahrscheinlich, weil das zulasten meiner Wochenbelastung geht, ne? Ja, machen wir trotzdem. Passt schon. So. Genau. Ob Toni Kroos jetzt schon kommen will? Oh, falscher Knopf. Scheiße. Falscher Knopf. Vertragsgespräch. Nee, will er nicht. Denn eben nicht. So, dann Vegas darf auch mal zu den Fans. Und jetzt gib ihm die Kante. Arbeiten hart und bekommen einen Managerpunkt. So, Schluck Käffchen erstmal hier. Das ist alles viel zu aufregend. Und weil es so aufregend ist, ist es nur ein koffeinfreier. Ja, nicht deswegen. Sondern wir sind wieder beim Thema Gelbe wird alt. Wenn ich nach 4 oder halb 5 einen Kaffee mit Koffein trinke, ich komme abends nicht mehr ins Pennen, dann starre ich die Decke an, bis nichts mehr geht. So. Das ist hier nicht unsere Top-Aufstellung. Aber Zirkzee, Schmelzer, Roter, Rosselu, alle gesperrt. Vielen Dank dafür, ihr Sumpfbiber. Aber der Rest ist hier schon so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Gut, der Gamara hat nur eine 32er Fitness, das ist scheiße. Traoré hat aber eine bessere. So. Wir haben dann noch Sanchez, der hat eine 35, der hat auch eine 35er Fitness. Aber die würde ich dann sogar eher noch von der Bank bringen wollen. Dann haben wir hier jetzt noch ein Innenverteidiger, zwei Stürmer, zwei Mittelfeldspieler. Wenn ich die fünf dann einwechsel, passt das doch eigentlich. Obwohl ich im... Was ist denn hier los? Mittelstädt im Mittelfeld. Hier sei... Ist ja alles Schwachsinn hier. Kirchhoff. Ne, dann werde ich jetzt doch wahrscheinlich eher Sanchez mal wieder gleich bringen. Ja, das war ja Quatsch eben hier. Wer hat denn die Aufstellung gemacht? Sag mal, wollt ihr mich nerven? So. Und so. Ja, der muss so über halb rechts kommen anscheinend. Und so. Gut. Klassische Schafsraute hier mit zwei Stürmern. Und dann wird hier Gamara kommen. Und Vegas auf jeden Fall. Fitness natürlich nach wie vor grottenschlecht. Und der 38-jährige Raúl Albiol kriegt den zweiten Frühling. Aufgaben verteilen? Müssen wir was tun? Nö. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Gegen Bremen? Ja, offensiv, kurze Pässe. Passt alles. Lassen wir genau so. Ist wahrscheinlich auch die Fitness deswegen so schlecht, weil ich doch relativ aufwendig spiele, ne? Könnte ich mir vorstellen. Taktik haben wir hier noch am meisten Punkte und Wut. Wut haben wir eh fast nie, deswegen nehmen wir einfach mal die taktische Variante. Und gucken dann jetzt einfach mal, dass das auch so funktioniert. Ja, früher habe ich wirklich Kaffee gesoffen, auch, weiß ich, 18 Uhr noch doppelten Espresso, scheißegal, aber jetzt? Nee. Das ist wirklich wie mit Alkohol, ne? Also man kann immer mehr ab. Ich würde behaupten, mit 16 konnte ich mehr ab an Alkohol als jetzt mit fast 34.
Naja, genug davon. Genug davon. Weil wir wirklich auch einen, muss ich den Donner erzählen, vor 3 Wochen haben wir uns auf Montag, ich hatte Urlaub, in Rostock am Stadthafen getroffen, um uns gemütlich zusammenzusetzen, weil ein Kumpel Geburtstag hat und wir hatten uns ewig nicht gesehen wegen Corona. Und wollten eigentlich nur so 1-2 Bier trinken. Und dann hatte aber Kumpel A, Kumpel B eine Flasche Gin geschenkt. So, die haben wir leer gemacht. Alter, war ich besoffen, auf Deutsch gesagt. Wirklich, war ich ewig nicht, bestimmt schon 4-5 Jahre nicht mehr. Aber ich habe vielleicht 2 Gin Tonic getrunken. Vielleicht 3, ich weiß gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Und so 1-2 Mixbier. Ich war hammerlattenstramm. Ja, vielleicht waren es noch 3 Gin Tonic, keine Ahnung. Aber wirklich stramm. Dicht bis unters Dach. Meine Güte. So, Sanchez muss runter. Das wird nichts mehr mit ihm. So, können wir wieder ein bisschen tauschen. So. Wen haben wir noch hier angeschlagen? Mittelstädt eigentlich. Der hat die schlechteste Fitness mit 24. Schmelle ist aber nicht bei. Der muss durchhalten. Der muss durchhalten. Milik. Zack, da ist er drin. Wichtiges Tor. Dzeko, da fällt mir noch fast der Pott Kaffee aus der Hand hier. Zack, und jetzt wird gewechselt. So, 2-0 gegen Bremen. Sehr schön. Milik darf runter, dafür kommt Verhoek. So, dann haben wir hier... er ist gelb, vorbelastet, nehmen wir runter, dafür kommt Vegas. Traoré, habe ich den jetzt eben erst gebracht gehabt? Nee, ich habe den anderen gebracht gehabt. Dafür kommt nochmal Engelhardt. So, und dann haben wir immer noch einen Wechsel frei. Dann nehmen wir noch hier Sai runter, glaube ich. Der hat schon gelb. Obwohl Mittelstädt. Wie fährt Kirchhoff denn als LAV? Ja, komm. Mittelstädt ist platt. Vegas holt sich auch direkt mal gelb. Und Feierabend. 2-0, Arbeitssieg. Englische Woche 2030 in Bremen. Das läuft. Das läuft. 8 Punkte auf Eintracht Frankfurt. Wer hätte gedacht, dass Eintracht Frankfurt und der FCH hier eine Bombensaison spielen? Aber eine Bombensaison. Ja, torschützenmäßig bin ich überhaupt nicht vertreten, ne? Bin sehr, sehr ausgeglichen, was die Torschützen angeht, weil wirklich vom Prinzip her 5, 6 Stürmer da ständig rotieren eigentlich, ne? Engelhardt und Verhoek, die machen ja auch relativ viele Spiele. Man glaubt es kaum. Es ist gar keine englische Woche hier? Doch. Na, ich meine, weil das Leverkusen-Zeichen eben weg war. So, es sind ein paar Spieler zurück, sehe ich hier. Es ist immer noch Schmelle verletzt. Der bleibt auch länger verletzt anscheinend. Aber Joselu ist wieder da. Der wird dann jetzt erstmal für Dzeko kommen. Romero bleibt erstmal auf der Bank. Sanchez hat immer noch 37, aber der muss erstmal noch knüppeln hier. Das ist der Einzige, der jetzt so richtig abscheißt. Der wird nachher auch runtergehen. Ja, machen wir weiter. Genauso spielen wir. Halt! Moment! Moment, Moment, Moment. Hier, Gap gesperrt. Sicher jetzt erst. Das, ja, da muss Vegas jetzt doch ran. Der hat aber jetzt schon 33 Fitness. Na, er kann dann herunter wieder. Er kann dann nachher runter. Passt schon. Passt schon. Weiter im Text. Was bringt's? Ja, man hilft nix. Echt starke Offensive hier, ne? Das wird spannend. Aber never change und so weiter. 1000-mal gesagt. Nehmen wir den Fokus weg? Nee. Stärke, Wut. Wir sind unangenehm. Da haben wir wirklich nichts zu verlieren. Ist halt nicht mal gelogen. Wer hätte schon vor der Saison mit so einer Saison gerechnet? Mit Patrick Vieira? Ist das Zufall? 1 von Joselu. Ich habe sie wirklich, Dzeko und Joselu, eigentlich auf der Bank gesehen das ganze Jahr, aber die ziehen ganz schön durch hier, ne? Joselu schon 5. Tor und 13. Spiel. Diaby. Pfostenschwein hat.
Sehr schön. So, genauso Dzeko schon 4 Hütten, 13 Spiele. Also, die kommen schon auf ihre Spiele. Und genauso Albiol. Macht auch seine Hütte. Ausverkauftes Stadion. Also es hat tatsächlich sehr, sehr viel gebracht, den ganzen Bums da rund im Stadion auszubauen. Ne? Das läuft. Und Mandragora, der ist ja schon wieder drin. Das sehe ich doch so. Zack, ist er wirklich. Okay. Geiler Typ. Absolut geiler Typ. Englische Woche. Der Kader geht auf dem Zahnfleisch. Komplette Rumpfelf eigentlich. Ah, da kriegen wir nochmal einen. Und trotzdem wird überprüft. Ganz ruhig, Männer. Ganz ruhig. Deutet sie mit. Na gut, erzählt. Ach ja. Naja, nicht zu euphorisch werden. Nicht zu euphorisch werden. Aber trotzdem, ich freue mich wirklich. Auch die haben alle ihre Spiele. Sanchez hat schon die wenigsten Spiele, weil der hier am längsten verletzt war. Ansonsten, selbst Riedel hat 5 Einsätze. Und 4-1. Verhoek hat 2 Einsätze und auch schon sein Tor. Engel hat halt auch seine Einsätze. Wobei die beiden, die müssten nochmal. Na? Renato Sanchez für Beins zur Halbzeit. Dreh durch. Ich drehe absolut durch. Pacheco. Joa, dann werden wir gleich mal zur Halbzeit ein bisschen wechseln, ne? Dass wir das Ding jetzt noch verlieren, das sehe ich jetzt nicht. Ja, Joselu, die haben beide noch eine ganz gute Fitness, aber Milik steht auch schon auf müde. Na komm, Dzeko rein, Joselu raus, Engelhardt rein, Traoré raus, Kamara rein. Das waren schon mal 3. Sanchez raus, da kommt Rota. Das ist dann okay. Einen hätte ich theoretisch noch, aber da würde ich jetzt noch mal kurz warten. Wohl hier Vegas. Oh. Der hat aber eine scheiß Note. Ja, wir warten noch ein bisschen. Jetzt hat der Co-Trainer selbst eingestellt, springt nur so hoch, wie ihr müsst. Wollte ich noch gar nicht eigentlich. Aber macht er einen? Ja. Lass uns mal wenigstens auf, nimmt die Zweikämpfe angehen hier. Wird nicht gegeben. Ich hoffe ja noch, dass der... Alter. Wirklich. Wer holt sich denn bei 5-1 hier? Der wurde gerade eingewechselt und holt sich glatt rot. Mein Gott, ist der dämlich. Na komm, Vegas runter. Kirchhoff rein. Mein Gott, ist der selten dämlich, ey. So, defensiv mit langen Bällen. Und wir gehen auf defensiv. Brauchen wir uns kein Bein mehr ausreißen. Ja, warum holt der sich rot? Wirklich. Muss man den abwatschen für eigentlich. Soll jetzt meine Freude nicht trüben, aber Gott, ist der doof, ey. Jetzt holen die sich alle nochmal gelb hier, oder was? Mach mal ganz ruhig. Ruhig angehen lassen. Dzeko? Dzeko, Dzeko, Dzeko? Ne, hat er. Sport Yellow. Schön 6 gelbe und eine rote Karte. Obwohl wir zur Halbzeit 5-1 führen. Das kann mir auch keiner erklären eigentlich. Aber na gut. So oder so, 11 Punkte auf dem zweiten. Unglaublich. Unglaublich eigentlich. Grob unsportliches Verhalten. Und es bleibt bei 4 Spielen. 4 Spiele Sperre. Wir haben einen riesen Kader. Können wir es leisten. Kein Problem. Und wir haben ein bisschen was in Frankreich geholt hier. So, wieder englische Woche. Lange nicht gehabt. Ach, die Scheiße, ey. So, Joselu kann mal wieder was machen. Schwerpunkt. Standards sind wichtig. Ich bin der Meinung, wir sind schon weiter. Aber das kriegen wir ja raus, ne? Hatte ich beim letzten Mal schon erwähnt, dass ich überlege. So, Standmeisterrunde. Wo haben wir es denn hier? PSG, Dortmund, Inter, Arsenal, Kiew, Chelsea. Hier. So. Wir haben
5 Spiele, 8 Punkte. Die spielen gegeneinander. Jetzt müsste man sich die Spiele gegen Celtic und gegen Benfica angucken. So, gegen Celtic hatten wir ein 1-1, gegen Benfica ein 3-3, also zweimal unentschieden. Davor ein Sieg gegen Lissabon und ein Sieg gegen Celtic. Bedeutet, wir sind sicher weiter. Da geht es jetzt um den Gruppensieg. Andersrum, jetzt einen Gruppensieg holen, könnte schon wieder leicht den Gegner bedeuten, ne? Ah, das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt schwierig. So, hier werden wir wieder ein bisschen rumgrasen. Das gucken wir uns an. Kolumbien. Das hätte ich schon viel öfter machen müssen, ja. Und Südkorea gucken wir uns auch nochmal an. So. Und dann geht's weiter. Ja, eine Feier auf jeden Fall. Man ist ja Weihnachten hier. Das ist schon eine Woche zu spät, ne? Bis 24. Da machen wir nach dem Frankfurt-Spiel. Ist wirklich die Frage jetzt, ne? Geht man da auf Sieg? Verkackt es vielleicht trotzdem? Weil ein Unentschieden reicht ja auch schon nicht, weil Liverpool das Hinspiel gewonnen hat. Ah, schwierig. Zirkzee ist aber wieder da. Der spielt auf jeden Fall. Der rotgesperrte Sumpfbiber, der muss auf jeden Fall auch spielen, glaube ich. So, er ist auch wieder da. Zirkt hier rein hier für Riedel. Gucken wir mal, wer ist hier alles richtig im Arsch? Der Vegas immer noch. Dann bleibt Albiol eben doch noch drin, obwohl der auch schon relativ müde ist. So, hier Milik ist müde, der kriegt mal eine Pause. Wird Dzeko spielen. Ne, Zirkzi hatten wir gesagt, ne? Genau. So, dann haben wir hier den Mittelstädt. Für den habe ich erstmal auch keinen Ersatz, leider. Obwohl hier sei, kann auch LAV spielen. So, hier, den würde ich jetzt einfach mal schonen wollen. Da bringen wir jetzt Marotta rein. Sanchez hat eine 37er Fitness. Da bringen wir den Gomero für. So war das nicht geplant, sondern so. Der hat auch 9,9, genau. So. Und wer ist noch im Eimer hier? Ja, Gomero ist egal. Der fällt sowieso aus danach für 3 Spiele. Der muss auch durchspielen. Da bin ich jetzt hart. Ja, und sonst, er hat eine 50er Fitness. Der geht dann runter. Also so fangen wir erstmal an. So halb geschont, würde ich es mal nennen. Das sind natürlich die Aufgaben ein bisschen verkackt hier, ne? Wer kann denn noch Freistöße schießen? Hier, Gamara. Genau. Der macht jetzt die Freistöße, der gute Gamara. Wo ist er? Da. José Luis, Kapitän, roter Abwehrchef. Ach, ich weiß ja nicht. Lass das mal lieber Albiol machen. Zirkt hier Elfmeterschütze und der Rest passt dann wieder. Genau. Dann haben wir so eine gesunde Mischung, würde ich es mal nennen. Wahrscheinlich machen sie uns eh fertig, deswegen würde ich da jetzt einfach mal defensiv mit langen Bällen und extrem defensiv und richtig häufig kontern. Pressing. Stattdessen böse gucken, ist auch geil. Sporadisch als Überraschung. Das finde ich ganz gut. So. Das sollte so reichen. Distanzschüsse würde ich jetzt mal auch ein bisschen anheben. So. Und dann gucken wir weiter. Und hier gehen wir jetzt mal auf konzentriert nur. So, hier nehmen wir einen Taktikpunkt, da verstören wir auch nichts. Und auch sonst lassen wir es alles genau so, wie es ist. Kann sein, wir gehen hier unter, aber wir müssen wirklich Kräfte sparen. 22.000 Zuschauer. Oh ja. Ich habe halt echt dann lieber eine gesunde Band nachher wieder für die nächste Runde und für die letzten Spiele in der Liga. Komischerweise waren wir jetzt hier auf Rang 1 gelistet mit einem 0-0. Ja, immer noch 0-0 anscheinend. Gamara muss weiterspielen, das hatten wir schon geklärt. Traoré werden wir runternehmen, dafür darf Sanchez nochmal eine Halbzeit ran.
So, wer ist hier noch platt? Gamara, wie gesagt, der muss weiterspielen. Deswegen lassen wir den Rest einfach so, wie es ist. Ah, da fällt dir nichts so ein, ey. Warum holen die sich jetzt rot? Ich habe die sowas von vorsichtig eingestellt und er holt sich da eine rote Karte. Das verstehe jetzt, wer will. Das verstehe, wer will. Aber noch steht es eben hier nur 1-0. So, wir werden auch gleich mal wechseln. Boah. Den habe ich schon drin gesehen, wieder eben von Zirzi. Einzige Spitze. So, weiter schon. Hier sei runter. Kirchhoff rein. Mittelstädt runter. Vegas rein. Der kann das sogar einigermaßen. Kann man gar nicht meckern. Albiol ist aber auch platt. Albiol ist auch platt. Aber hier Sanchez hatte ich ja erst zur Halbzeit gebracht. Lass uns jetzt noch zwei Wechsel übrig, falls hier doch noch was geht am Ende. So, 81. Und jetzt gehen wir nämlich auf volle Attacke, erhöhen den Einsatz nochmal ein bisschen und bringen jetzt nochmal Milik für Albiol. Noch ein bisschen überraschen die Typis hier. So, und wir bringen, wir nehmen den Gamara nämlich doch nochmal runter. Dzeko auch noch. So. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, was hier noch passiert, ob wir noch einen kriegen. Extrem offensiv. Konter? Nee. Konter, volles Rohr eingestellt und nicht eingefahren. Aber gut, wir haben natürlich auch hier Elfmeter Salah. Ja, das war's dann. Das war's dann wohl. Werde. Ja, okay. Ist auch alles egal jetzt eigentlich, weil die beiden haben sowieso auch unentschieden gespielt. Passt schon. Ergebnis schlecht, ne? Ja. Nö, war in Ordnung. Hier sei hohe Erwartung. Passt so. Genau, also auf jeden Fall qualifiziert für die nächste Runde. Gegen Liverpool ist mal ein bisschen geschont. Rossellou ist auch wirklich... Oh, Mensch. Ja, mal gucken, wen wir bekommen hier. Chelsea. Schönes Ding. Nachdem wir gegen Liverpool verloren haben, gleich den nächsten Briten. Aber ich öle hier meinen Tisch auch voll, ey, was das warm ist draußen. Und drin. Ekelhaft. Okay, so, haben wir jetzt wieder eine volle Band. Okay, Mondragaro hätte ich gar nicht schon müssen, sehe ich gerade. Der wäre jetzt auch gesperrt gewesen. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel. Ja, so. Milik wieder rein. Tausch mit Rossellou und Sirkzi. Ne, warum so? Genau, das gefällt mir ganz gut. So, wen haben wir jetzt noch alles drin hier? Albiol haben wir drin. Den nehmen wir jetzt mal runter. Der braucht sowieso auch eine Pause. Da muss Riedel jetzt eben mal wieder... Ne, nicht Riedel. Moment. Vegas ran. Riedel noch nicht. Sanchez wird kommen. Dann spielen wir ohne defensiven Mittelfeldspieler. Weiß nicht, ob das was... Das gut ist oder nicht, werden wir sehen. Kann er das auch? Nee. Wir lassen es mal so. Wir sind auch das stärkere Team, sehe ich da gerade. Und der Rest kann, glaube ich, so bleiben. Wir müssen dann bloß nachher gucken auf Sanchez wieder und auf Vegas. Aufgaben haben sich ja nicht verändert großartig. Gamara ist eben nicht dabei. Ist jetzt auch fast egal, wer die schießt, glaube ich. So, wir gehen wieder auf eine andere Taktik. Und auf sehr offensiv. Konter ziehen wir zurück. Distanzschüsse auch. Und hier geht's hoch auf variabel und periodisch. Wollen es ja nicht komplett fertig machen, ne? Gegen Tabellen 18. Hoffenheim ist letzter. Der auch nett. So. Gacinovic, Dabur. Wieso sind die denn mit dem Kader letzter? Das ist ja verrückt. Wie ist das denn gemacht? Und hier jetzt wieder auf gallig und eklig. Und dann sind wir unangenehm und haben nichts zu verlieren. Und dann gib ihm eine. Also wie gesagt, wenn der Balken rot wird, dann sehe ich ihn jedes Mal schon drin irgendwie, aber er ist nicht immer drin.
jeden Fall spiele die erstmal hier auf. Das klingt jetzt kamarisch. Warum sind die letzte? Das ist ja komisch. 14. Punkte, 13 Punkte hatten die nur. Verrückt. Milik. Zack, da drin. Sehr gut, sehr gut. Sieht ein bisschen aus wie offener Schlagabtausch hier. Jo. Da liegen wir wieder hinten. Und es ist Halbzeit. So, Sanchez und Vegas immer noch müde. Dann werden wir Albiol bringen für Vegas. Der Rest kann gern so bleiben. Und holen es mal nochmal hier. Männer! Männer! Bisschen Motivation. Nein! Verletzten hätte ich mal nicht ausgewechselt. Den anderen Verteidiger. Jetzt ist er noch Kirchhoff oder Riedel. Scheißen Dreck. So, beim nächsten Wechsel muss ich schon alle drei auswechseln, wenn ich das möchte. Sonst wird er schon nichts mehr. Wir gehen mal auf äußerst offensiv. Lange keinen Verrückzitter mehr gemacht. Aber er überprüft es mal noch. Nicht, dass er hier hohes Bein pfeift, irgend so ein Scheiß. Er deutet zur Mitte. Zack, drin ist er. Wir haben hier durchgehend nur Analytiker anscheinend. Natürlich scheiße. Da haben wir schon. Ich werde nochmal gleich ein bisschen frisches Spielermaterial bringen. Scheiße. Wieder hinten. Oh, Milik ist auch eh platt, aber ich glaube, wir werden Sanchez rausnehmen und bringen Dzeko. So viel Zeit haben wir nämlich nicht mehr. So. Aber wir müssen wechseln, wenn wir wechseln wollen. Sonst ist naja zu spät. Aber hier würde ich jetzt eher auf die Punkte gehen. 83. Volle Attacke. Einsatz hoch. Und extrem offensiv. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht hier für die letzten Minuten. Hier ist Sai. Dzeko. Und der Hut. Erzählt. Erzählt. 3-3. Wir hangeln uns hier so ein bisschen noch in die Winterpause, habe ich das Gefühl. So richtig starke Spieler haben wir jetzt nicht mehr dabei. Aber es reiht sich auch wirklich englische Woche an englische Woche. Der Kader ist einfach zu klein. Oh, Riedel hat sich nochmal verbessert. Und ein paar aus der zweiten. Okay, nächste Woche nur einmal gegen Frankfurt. So, Traoré war anscheinend schon zu oft dran. Er darf nochmal. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal die verletzten Spieler einmal besuchen. Da kommt immer gut. Sondieren wieder den Markt. Hier können wir bei automatisch auch mal Belgien nehmen. Wir nehmen mal Ecuador. Und wen nehmen wir noch? Finnland. Aber wir haben Zeit, ne? Wir haben Zeit. Mexiko. Ich hoffe, dass es wirklich was bringt auch und dass dann auf der Transferliste ein bisschen besser die Spieler gefunden werden. Ach so, das geht auch noch. Aha. So wird ein Schuh raus. Machen wir glatt. So. Denn brauchen wir noch was? Nö. Bei deinem Text. Gucken wir uns an. Und dann geht's jetzt gegen Frankfurt. Nee, Quatsch. Sprechen. Persönliche Situation. Gute Besserung. Wie immer. Persönliche gute Besserung. Haben wir noch einen? Nee. So, das ist anscheinend ein guter. Dann darf der gern verlängern. Ach, passt schon. Ich glaube, da sollte man nicht so viel Zeit mit verschwenden. Das geht auch so. Die Mannschaft wird müde. Aber hier sei auch nochmal verbessert. Auf 12 jetzt schon hoch. Also doch, vielleicht ein guter Tausch gewesen am Ende. Flanken hat er erreicht. Oh, aber Flanken 2 plus. Er schafft es ja noch. 29 ist er. Bis wann entwickeln die sich noch? Gibt es dann festes Alter irgendwie? Oder? Weiß ich gar nicht.
So, die drei sind immer noch weg. Ja, sonst haben wir hier schon die beste Band drin, glaube ich, ne? Was macht Sanchez? 46 schon mittlerweile. Hat sich ein bisschen verbessert. Ist okay. Der Rest kann so bleiben. Dreier Sturm. Jacob auf der Bank. Wo ist denn mein defensiver Mittelfeldspieler eigentlich hin? Ist er schon wieder da? Moment, irgendwas stimmt doch ja nicht. Da ist er doch. Nanü, nanü. Dann wird der hier hin. Und Albiol wird der zweite Verteidiger. Und wir spielen über zwei Stürmer. Richtig? So. Würde ich jetzt so sagen. Und dann können wir die Aufgaben wieder verteilen. Ah, okay. Er ist wieder automatisch auf 1 gesetzt. Auch der Rest ist okay. So, wir sind auf jeden Fall minimal besser. Aber wirklich nur minimal. Hier mit der scharfen Raute. Das sieht doch erstmal gut aus. Dann kann man auch ein bisschen reagieren. Das können wir so lassen. Und dann nehmen wir hier eine Taktik. Warum kann ich jetzt nichts mit der Taktik sagen? Das verstehe ich immer nicht. Komisch. Wut geht auch nicht. Geht wirklich bloß das oder das. Und da haben wir nicht mehr viel. Nehmen wir trotzdem. Ich will hier, also Meister will ich jetzt schon werden. Das steht schon fest. 11 Punkte Vorsprung. Da lasse ich mir auch nichts anderes mehr erzählen hier. Zumal Dortmund halt 26 Punkte. Da sind es schon 13 Punkte. Und auf die Bayern, die haben alle 24. Also. Das ist schon okay. Das könnte gut was werden. Davy Selke. Neben Silva im Sturm. Ja, nicht viel los hier in dem Spiel. Silva auf Selke. Traumduo vorne drin. Das absolute Traumduo. Trapadin. Zweimal zur Halbzeit. Eieiei. Ja, da müssen wir reagieren. Sanchez hat gelb und ist sowieso immer am Arsch. Dann kommt dafür jetzt Joselu rein. So. Den Rest lassen wir erstmal noch so. Dann müssen wir jetzt auf extrem offensiv gehen und ein bisschen hochziehen den Einsatz. Na? Aha. Noch gut, mal den Zweikampf. Der Hut. Und drin ist er. Wir sind wieder dick im Geschäft. Milik. Ja, schade. Aber wir kriegen jetzt auf jeden Fall Zugriff zum Spiel. Das merkt man richtig. Sollte ich Vegas einmal runternehmen? Also wir drehen auf jeden Fall auch echt viele Spiele, finde ich. Das ist schon echt okay. Okay, ich habe kriegt seine Chance. Und Milik ist müde und Traoré ist müde. Das heben wir uns vielleicht noch auf. Was haben wir schon? 82 ist schon. So. Die sollen ja auch nicht auf dem Zahnfleisch gehen hier. Milik runter. Dzeko rein. Traoré runter. Oh Gott, wen bringt man denn jetzt noch? Wir haben gar keinen mehr. Die müssen sich nochmal wechseln hier. Oh ja, die beiden sind auch fertig. Die beiden sind auch fertig. Dann muss Riedel eben nochmal ran hier. Feierabend. Ja, 2-2 erkämpft. Fast ausverkauftes Stadion. Da kann ich mit leben. Weiterhin 9 Punkte Vorsprung. Riedel hat sich anscheinend verbessert. Seine Schwäche ausgemerzt. Hat, kann auch alles lernen hier mit seinen 32 Jahren. Zweikampf wäre ganz gut als Verteidiger, glaube ich. Schon wieder irgendwie mich erkältet. Angeblich treibe ich zu wenig Sport. Im Real Life ist es natürlich so.
doch nicht hier. So, keine englische Woche, es geht nach Leipzig. Das ist schon wieder ein relativ wichtiges Ding. Dann ist auch, nee, keine richtige Winterpause, oder? Doch, ist Winterpause, genau. Zwei Wochen. Zwei Wochen Pause. So, Albiol würde ich sagen. Den werden wir jetzt mal auf Bewahren drücken. Mit seinen 8,7, mit 38, da können wir doch gut mit leben. Ach Mensch, doch nicht jetzt. Jochen Bruch. Oh, ich bin durch. Doch nicht vorm Spiel gegen RB. Die wird schön distanzieren können. Das ist bitter. So, Topspiel. Dann geht da Rosselló natürlich rein. Ein Verteidiger ist wieder da. Jetzt gehen wir wirklich mit der stärkenmäßigen Top-11 ran. Fitness ist natürlich richtig schlecht, aber vor allem sind sie auch müde. Aber das wird schon werden. Ja, genauso machen wir es. Aber ich glaube, wir gehen jetzt hier nicht auf defensiv mit langen Bällen. Wir bleiben einfach mal genau so, wie wir eben waren. So, Reaktion zeigen. Zirkzi macht ein Tor. Viel Glück für den Torwart. Und das wird sein Tag. Und dann geht er ab. Und denk ihr da ab. Zack, Rosselló. Und ich wollte ihn wirklich auf die Bank setzen, ne? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Achte Hütte schon. Du bist der beste Stürmer jetzt mittlerweile, oder? 1-1, scheiße. Ja, mit Abstand der beste Stürmer ja anscheinend. Schöne Scheiße. Ja, guck, was los hier. Zack. Eigentor Mukiele. Provoziert mal wieder von dem überragenden Sechser hier von Mondragaro. Das lassen wir so, oder? Müssen wir was ändern? Sanchez ist mittlerweile auch schon fitnessmäßig ein bisschen besser geworden. Die zweite gelbe Karte hier. Schade, das war anscheinend eine Top-Chance. Also wir werden jetzt hier mal den Rechtsverteidiger runternehmen, dafür Albiol bringen. Der konnte es auch ganz gut, oder? Genau. Traoré runter, Dzeko rein. Und den Rest lassen wir erstmal noch weiter kämpfen. Ja, so ein Unentschieden wäre schon okay. Vielleicht noch einen reinmurmeln am Ende, ist auch in Ordnung. Pacheco hat ihn, jetzt rollt der Konter. Jetzt rollt der Konter. Ist das aufregend? Ja, schade. So, volles Rohr, volle Attacke. Dann bringen wir Verhoek für Vegas. Ach man.
Engelhardt. Noch ein Stürmer, so. Nee, das lassen wir so. Und dann hier noch auf. Ach, scheiße. Mit dem Schlusspfiff. Ja, Vorsprung schmilzt dahin hier auf 6 Punkte runter. Natürlich trotzdem eine fantastische Hinrunde. Sollte ich mich jetzt auch nicht hier runterziehen lassen. Und jetzt ist ja auch erstmal kein Spiel, jetzt können sie sich ein bisschen erholen. Dann würde ich jetzt trotzdem nochmal gucken, ob wir uns jetzt doch nochmal punktuell hier irgendwie noch ein bisschen verstärken. Zum Beispiel mit einem zentralen Mittelfeldspieler. Im E-Fall verdrängt der dann halt auch den guten Dahoud. Ich will jetzt aber keine alten Säcke. Das bringt uns nichts. Bei Greuther Fürth spielt einer mit einer 11,0, der nur 9 Millionen Marktwert hat. Sehe ich das richtig? Anführer wäre natürlich nett. Dominguez, der wird das Team hier ganz gut ergänzen, tatsächlich. Den können wir ja mal scouten. Den scouten wir sowieso schon anscheinend. Hat aber nicht viel gebracht. Ich hätte ganz gerne Anführer. Im Mittelfeld. Also den könnte man sich wirklich überlegen. Hat der Bock? Ja, Tatsache. Der hätte Bock. Können wir uns Sonntag mal angucken. Bisschen teuer, ich will unbedingt noch Geld übrig behalten. Der will nicht. Würde ja tatsächlich aber auch schon reichen, wenn wir den bekommen. Und dann wollte ich jetzt nochmal nach einem Innenverteidiger gucken. Vielleicht sogar mit der Nebenposition Rechtsverteidiger. Das wäre natürlich super geil. 11,7. Bisschen teuer dann am Ende. Saliba. 10,2. 9,9. Ja, hier so einer. Und Düsseldorf so. In der Richtung wäre das natürlich okay. Und dann so. Chris Richards. Tut er. Ist ein bisschen deutsch schlecht. Ich würde sagen, wir baggern mal hier an Fortuna rum. Das wäre für mich jetzt erstmal okay. So, die beiden würde ich sagen, versuchen wir mal noch zu scouten. So, und den Dominguez. Hier führen wir auch mal ein Vorgespräch. Und setzen mal alle Scouts hier drauf an, die wir haben. Und dann weiter im Text. Freundschaftsspiele? Nein, danke. Wir haben so viele Spiele. Ja, der würde aber. Der würde aber. Und er auch. Beide 67er Interesse. Beide 67er Interesse. Mal gucken. Also da würden wir jetzt natürlich den Kader, da geht es nämlich schon los. Biol auch verletzt. Engelhardt, Prellung. Ja, wir sollten. Wir sollten uns noch ein bisschen verstärken. Das war ein bisschen doll wenig jetzt in der Hinrunde. 12 Millionen. Der wäre sofort Stamm, ne? Jetzt haben wir einen neuen Wert. Mal bei 7 anfangen. Obwohl, da habe ich wieder keine Verhandlungspunkte mehr. Wir fangen mal bei 8 an. Eieiei. Gut, der kann RAV und LAV. Der ist natürlich Gold wert, weil Schmelle auch verletzt ist. Der ist Gold wert, weil Schmelle verletzt ist. Den nehmen wir. Den nehmen wir auf jeden Fall. Das hilft alles nichts. So, Handgeld, da ziehen wir ihm noch runter. Wo das gar nicht so viel bringt, merke ich gerade. Kann gerne aber auch länger unterschreiben. Ich weiß, nachziehen ist nicht gut, aber wir haben noch ein mega viel Geduld. Ja, so.
Also ich glaube, mit dem haben wir uns richtig gut verstärkt. Der kann alle drei Positionen hinten bekleiden. Den brauchen wir auf jeden Fall. So. Und hier bei Dominguez, der ist 25. 9,9 wahrscheinlich. Ist aber auch relativ teuer dann dafür. Und der hat eine festgeschriebene Ablösesumme. Ich glaube, da würde ich erstmal noch weiter gucken. Passt. Ich glaube, das ist die richtige Idee gewesen jetzt mit dem. Dann werde ich nochmal beim Präsidium anfragen nach einer Budgeterhöhung. Dann gucken wir jetzt nochmal nach. Wir haben so viele zentrale Mittelfeldspieler hier auch in der Liste. Hier abbrechen. Hier wollte ich reingehen. Ich würde mir halt auch wieder so einen Jungen schon mal leihen wollen, aber eben mit Kaufoptionen. Das geht halt hier irgendwie immer nicht. Das kotzt mich halt richtig an. Ich meine, ich probiere es gerne nochmal. Können auch nach dem Bayern-Spiel immer nochmal gucken, ne? Natürlich machen wir das. Ne, wenn, dann machen wir das, glaube ich, alleine. So, wir können noch mal erhöhen das Transferbudget. Ja, doch noch mal ordentlich. Wir haben das Karaoke singen. Naja. Also ich glaube wirklich, so einen zentralen Jungschen Deivel, der noch ein bisschen für einen Wechsel taugt, könnte man noch machen. Am besten einen, der zentral und defensiv vielleicht sogar spielen kann. Oh, Traoré für 20 Millionen. 11 ist er nur wert. Zu Huddersfield Town. Er ist aber auch erst 23. Ich meine, ich werde es mir natürlich anhören, ne? Keine Frage, aber erst nach dem Bayern-Spiel. Ich werde es mir anhören. Verhög. Ja, theoretisch müsste ich den verkaufen, ne? Also wirklich, Stürmer habe ich en masse. Kriege ich da noch ein bisschen was rausgeholt? Ja, komm, war schön mit dir, aber mir geht's heute gar nicht gut. Ich habe auch Schweißperlen auf der Stirn. Das stimmt schon. Das stimmt schon. So, dann geht's jetzt direkt mal wieder gegen die Bayern. Ich weiß ja, wer der Angstgegner von den Bayern ist. Das ist nämlich der FCH. Gut, Milik verletzt immer noch. 30 Tage. Schmelle verletzt noch 16 Tage. Engelhardt, okay, ist nicht so schlimm. Und Gamarra natürlich immer noch gesperrt. Aber wir haben jetzt einen neuen Verteidiger. Da ist er. Der könnte direkt mal Vegas verdrängen. Wie viel hat er da? 8,7. Ach, ey, super Typ, ey. Super Typ. Der kann echt immer schön im Wechsel die Außen verdrängen. Da ist natürlich richtig geil. Jetzt habe ich hier mal ein bisschen was. So. Da jetzt aber alle fit sind, würde ich ihn erstmal von der Bank bringen wollen. Der wird auf jeden Fall immer einen hier ersetzen. Das steht, obwohl Vegas. Nee, doch, machen wir so. Der wird immer woanders spielen. Gefällt mir ganz gut. So, Traoré, wenn der gehen sollte, haben wir nur noch den Gamarra als OM. Die können wir fast gar nicht verkaufen, es sei denn, wir kriegen so ein richtig fettes Angebot. Was ich jetzt noch nicht unbedingt sehe. Gut, die Bayern. Wir bleiben dann jetzt aber wieder auf defensiv mit langen Bällen und defensiv werden nicht oft hier sporadisch als Überraschung und schön kontern. So, dann weiter im Text. Wen müssen wir? Was haben wir hier für ein Team hier? Asensio, Lewandowski nicht bei. Alaba, Tomori, Pavard. Ja, ist jetzt auch nicht mehr so der Hit. Sané schon mit Alaba zusammen sind die Besten. Ist auf jeden Fall machbar. Dann gehen wir hier mal auf. Haben wir verloren das letzte Spiel? Haben wir, ne? Ja, dann gehen wir auch wieder gut machen. Hier würde ich mal wieder ein bisschen Kohle locker machen.
Und den gib ihm. Bleib mal wieder zeigen, wer hier der Chef der Liga ist. Ich bin so gewohnt, dass wir die Bayern hier regelmäßig vom Platz fegen. Die Anspannung ist ein bisschen weg. Was waren jetzt eigentlich hier, Kollege, neuer Spieler für einen Spielertyp? Und Vegas. Gut, dass ich ihn draufgelassen habe. Was hat sie gemacht? Auch ein Analytiker. Scheiße. Loben geht immer noch nicht. So, er hat hier als einziger eine gelbe. Zeigt sie jetzt auch. Das wird schon wieder knapp hier, ne? Aber was soll's, gegen die Bayern. Choupo-Moutin kommt ins offensive Mittelfeld anscheinend. So, nach dem Ding werden wir erstmal den neuen bringen. Den werden wir erstmal bringen. Und ich hätte jetzt gesagt, ja, entweder für Yesai oder für Vegas. Er hat zwar schon gelb, aber Vegas hat eben die 1. Wollen wir mal ein bisschen an der Form schrauben. Gehen wir mal ein klein bisschen auf Risiko. So. Wechseln wir noch was aus. Zirkzee hat schon gelb, dafür könnte man Dzeko bringen. Dann haben wir da schon mal ein bisschen das Risiko trotzdem ein bisschen rausgenommen, ne? Ja, das ist ein super Kauf gewesen hier, der Bono oder wie er gesprochen wird, weiß ich jetzt nicht genau. Der ist ja dermaßen flexibel hinten. Das ist echt geil. Das ist richtig gut. Pfosten. Tor. Roselu. Macht ihn. Ast rein. Am 72. können wir gleich nochmal eine Wechselphase einläuten, ja, eigentlich, ne? Dzeko? Oh ja, 3-0. In München. Ah, mal gucken. Na, 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 na. Wird nicht gegeben. Schade. Wir werden trotzdem ein bisschen wechseln. Wen haben wir jetzt noch auf der Bank hier? Kirchhoff, Riedel, Albiol. Dann könnte man jetzt überlegen, ihn doch hier hinzustecken. Und für Hirsay bringen wir Albiol. Und dann haben wir immer noch zwei Wechsel. Dass die Bayern uns nicht besiegen können, ist ja wirklich Wahnsinn. Toi, toi, toi. Spielen sie noch ein bisschen Spanisch hier gegen die Bayern anscheinend. Na, Dzeko? Ja. Schade. Wird gleich nochmal wechseln. Wir haben hier natürlich noch einen mit einer 2 und er ist gelb verwarnt. Da wird dann Rot dafür kommen. Eigentlich könnten wir ihn jetzt auch nochmal runternehmen hier, ne? Oder Roselu. Ach, obwohl, hier machen wir so, ja. Zack. Das sieht dann trotzdem vernünftig aus. Und wir haben noch zwei Tore Vorsprung. Und das sind ja nur die Bayern. Es sind ja nur die Bayern. Und Dzeko macht dann doch noch seine Hütte. Und wieder wird's überprüft. Er deutet zur Mitte. Jetzt zählt's. Ja, ich glaube, den Traoré, ich glaube, den möchte ich gar nicht verkaufen. Der ist schon nicht schlecht. Der ist auch schön jung. Wie weit ist der hier überhaupt von der Aufwertung? Wo ist er denn? Traoré, da. Der wird ja auch immer noch mal hochgehen, ne? Die bieten uns Dragowski an, einen Keeper. Nein, danke. Habe ich dem eine feste Ablösesumme gegeben? Ab 26 darf er gehen für 26 Millionen. Was haben wir denn für ein Datum heute? Wo sehe ich denn das hier? Nirgendwo. Schade. Boah, der ist eigentlich nicht schlecht. Der ist wirklich nicht schlecht. Andersrum, wenn ich da jetzt noch was rausgeholt bekomme. Soll ich den jetzt wirklich verkaufen? Kriege ich da einen besseren für. Für 28 Millionen, ey. Da habe ich ja Sanchez schon für bekommen, ne? Andersrum, der ist gut, der ist fit. Komm, wenn, dann bist du richtig tief hier. Nee. Ich habe wirklich, ach, mit mir gerungen, aber, nee,
Nee, nee. Ich müsste mich jetzt sofort wieder verstärken. Wir wollen bald gegen Chelsea ran. Wir wollen ja Meister werden. Das lassen wir. Wir haben eh noch 16 Millionen Transferbudget. Nee, nee. Das lassen wir. So, Toni Kroos. Das habe ich verdrückt wieder. Scheiße, gucken wir hier nochmal rein. Ist egal. Der Leihspieler, kam das jetzt schon? Ich glaube nicht, ne? Ich gucke hier auch nochmal. Was ist denn mit dem Leihspieler geworden? Habe ich das verpasst? Scheint ja. Das gucken wir uns mal an. Natürlich. So. Bei deinem Text. 1 Million wollen sie. Aber auch die geben mir keine Kaufoption. Ein hochtalentierter Spieler. Ich habe ihn aber nicht gescoutet. Keine Ahnung, ob der was taugt, ne? Lassen wir lieber. Ich könnte euch jetzt nochmal nach einem gucken, der vielleicht DM, ZM und OM spielen kann. Und habe damit dann wieder einen, der alle ersetzen könnte. Das wäre dann die Idee. Aber da müsste ich natürlich auch richtig scouten für. Auch hier kriege ich keine. Vielleicht mache ich irgendwas. Also wenn ich irgendwas falsch mache bei den Kaufoptionen, sagt es mir gerne wieder. Keine Ahnung, Uli. So, es geht einfach nicht. 140 Millionen von Chelsea zu Leeds United. Dann kriege ich doch bestimmt gleich ein Angebot von Chelsea für irgendeinen meiner Spieler, oder? 140 Millionen für Havertz. Naja. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber... Schönes Ding. So, der Rechtsverteidiger ist gesperrt. Da greift sofort. Bonoff. Wie auch immer, keine Ahnung. Das war ein richtiger Glücksgriff, glaube ich. Das gefällt mir richtig gut. Passt alles. Setzt sich auch aus der Luft vorne drin, solange er billig verletzt ist hier. Aber hier jetzt gern wieder offensiv. Das ziehen wir ein bisschen runter. So, und hier wird jetzt wieder richtig gepresst. Was haben wir hier? Weghorst, Brekalo. Weder eine Lusche noch einen richtig guten. Dementsprechend lassen wir es dabei. Wir nehmen die Spezialtaktik, den wir gerade die Bayern vom Platz gefegt haben. Sind auch wieder 8 Punkte übrigens auf RB. Und wieder ausverkaufte Hütte. Das läuft. Absolut 10. Hütte, ey. Und ich hatte ihn wirklich schon ausgebotet eigentlich. Ah, er muss nochmal ran. Er muss nochmal ran. Nicht gegeben, schade. Trotzdem, ich hatte ihn schon mehr oder weniger aus den Augen verloren, aber der ist ja dermaßen stark. Jetzt habe ich hier keinen Anführer mehr drin, ne? Also ich bräuchte einen zentralen Mittelfeldspieler, der defensiv und offensiv spielen kann und Analytiker ist. Guck, ob man sowas finden kann. Da bin ich ja gespannt. Schon wieder eine Stunde rum, sehe ich gerade. Drittes Tor erst, ne? Den habe ich gekauft, um Kostolu zu ersetzen eigentlich. Eins. Aber tatsächlich wirklich sehr, sehr ausgeglichene Anzahl an Spielen bei den meisten hier. Riedl und Engerhardt fallen ein bisschen ab, aber das ist nicht weiter wild. Jetzt fängt er an zu liefern. Jetzt fängt er an zu liefern hier. Und der Neuzugang. Wahnsinn. Der Neuzugang macht ihn rein. Ich kriege ja sogar seltenst meine Bank voll, ne? Hat das mal aufgefallen? Ich fahre ja meistens mit weniger Spielern hin, als ich eigentlich aufstellen dürfte. So auch heute, glaube ich. Naja. Ecke Brekalo. Ah, Pacheco ist da. Ja, muss man schon was wechseln. Wir haben eine gelbe hier mit Bono. Aber da habe ich nicht so recht Ersatz für. Und der Rest sieht gut aus. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Das lassen wir erstmal. Hey, Traoré macht auch die Ecken und so. Ach, das ist mir 30 Millionen nicht wert. Wirklich nicht. Der muss bleiben.
Es ist ja fast schon so, dass hier Vegas und Dahut, das sind so meine Schwachstellen schon. Da muss ich mal ein bisschen Gas geben, transfermäßig. Sie macht 9 hier. Ja. So richtig traue ich mir noch nicht. Scheiße, 3-3. Ja, wird nochmal überprüft. Ich glaube, ich brauche neues Spielermaterial. Wir wirken platt. Er deutet zur Mitte. Dreck. Dreck, 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 Dreck. Wir werden mal vorne Dzeko bringen hier für Joselu. Vielleicht bringen wir dann. Ja, bringen wir dann immer einen Gap-Verwandten runter hier. Vegas runter, dafür Albiol rein. Drei Wechsel haben wir immer noch. Wir können. Ne, den lassen wir drauf. Sanchez raus. Gomora rein. Dann sind wir wieder ein Ticken offensiver. Und dann haben wir immer noch zwei Wechsel über. Das sah also gut aus hier eigentlich. Ich bringe gleich noch einen dritten Stürmer. Ist ja nur noch Engelhardt über, oder? Zirzi? Ah, bitte. Warum macht der jetzt die Freischüsse und nicht mein Defensiver? ...12:3 Schüsse und trotzdem steht es hier 3-3. Das ist natürlich bitter. Und der ist wohl drüber. Und er macht ihn. Bono hat anscheinend auch schon für, ich glaube von Gladbach habe ich ihn geholt, ordentlich genetzt. So, Traoré runter und ja, darf Roter rein. Führen ja immerhin. So. Ein Wechsel hätten wir immer noch Zirkzi oder Mandragogaro. Und da er, der Nomor ist ein bisschen kaputt hier, hat aber auch eine 5. Eine glatte. Bevor der so vom Platz fliegt, nehmen wir den noch runter. So, dann machen wir hier neutral, defensiv. Und defensiv mit langen Bällen. Und Feierabend. Ein 4:3 noch über die Zeit geschaukelt. Und 8 Punkte Vorsprung vor RB. Das sieht doch schon wieder ganz gut aus. Und Joselu hier, bester Torschütze. Ast rein. Auch hier wieder ein bisschen verbessert. So, und jetzt ist die Frage, bis zum Deadline Day ist es nicht mehr so lang. Die erste englische Woche steht auch schon ins Haus. Bevor ich euch jetzt hier aus der Folge entlasse, gucken wir jetzt einfach nochmal, ob wir das finden, was wir hier wollen. Wir wollen einen mit einer Nebenposition, am liebsten noch DM. Gibt's schon gar nicht mehr. Achso, zur Leihe brauchen wir nicht so. Zack, und am liebsten ein Anführer. So ein wie den hier. Dann ist Geiger. Natürlich ein bisschen billiger. Menino. Na, jetzt kommen wir schon in so einen Bereich, wo ich sage, die lohnen sich gar nicht mehr. Dann fragen wir doch einfach mal bei Geiger an. Noch vor dem Wochenende. Und auch bei. Ja, der ist fast zu teuer. Popega nicht, nee. Von der Juve U23. Können wir von der zweiten Mannschaft von Juve auch handeln, wa? Aber ist da nicht eine Frau hier oben rechts? Die haben doch ein Frauenbild hier drin, oder? Also wenn ich ihm jetzt zu nahe trete, tut's mir leid. Ich kenne ihn nicht. Er wird ja wahrscheinlich meine Videos auch nicht gucken, hoffe ich mal. Aber der sieht aus wie eine Frau für mich. Macht ja nix. Wir haben uns den Mainzer nochmal angucken hier. Er ist 23.
Ich glaube, er wäre schon der Richtige hier, den ich da angefragt habe. Das probieren wir mal. Die Woche nehmen wir noch mit. Die Woche nehmen wir noch mit. Ja, das kriegen wir immer hin. Und gucken jetzt mal, was die englische Woche bringt. 6,5 Millionen für Geiger. Da kann ich doch fast so schon nicht Nein sagen. Festgeschriebene? 17. Sie wollen so oder so überhaupt nicht verhandeln. Ja, den nehme ich mit. Puh, den nehme ich mit. Alt geworden. So. Bis 28. Das kann er haben. Was leihen wir jetzt noch aus der Büchse hier? So. Also, ich habe gleich noch einen Termin. Den haben wir schon fast hier. Tja, Konfetti gibt es hier nicht umsonst. Ja, das war ein Wort. Passt. Also Leute, dafür fahre ich den persönlich dahin. Naja, quatsch nicht rum. Schieb mir rüber. So, dann haben wir jetzt zwei Spieler geholt und ich werde gleich mal gucken, wie stark der dann auf den Positionen wirklich ist. Ist der jetzt schon dabei? Haben wir die Bank vielleicht mal wieder voll? Nö. Traoré gesperrt, Schmelzer verletzt, Milik verletzt und Borneau gesperrt. So viel dazu. So, die vier sind klar. DM, ZM, OM fehlt anscheinend. Da muss dann der Gamara ran. Und Geiger ist aber auch schon da mit seiner 9,9. Er ist Anführer. Und dann lass uns mal gucken. OM hat eine 8,9, ZM 9,9, DM 8,8. Perfekter Ergänzungsspieler. Absolut perfekter Ergänzungsspieler. Wirklich das Gegenstück zu Borneau, der jetzt leider aber gerade raus ist. Gau, Zirkzi, Rosselou ist klar. Dzeko noch auf der Bank. Das sieht gut aus, bis auf die Tatsache hier. So, habe ich jetzt hier irgendwas versaut mit meinen Aufgaben? Nein. Doch, Freischüsse rechts, Gamara. Kann der das? Der hat auch Freischüsse 2 plus. Tatsächlich. Tatsächlich, dann soll er das auch machen. So, das lassen wir so gegen Kölle. Die sind eher schwach, würde ich das jetzt mal nennen. Und wir haben Taktik und Wut noch relativ gut. Nehmen wir Spezialtaktik. Und das soll reichen. So, die spielen noch unter das Feiern. Zum Beispiel bei einer schon eine 7. Verdammt. Und dann schauen wir jetzt mal hier. Auch wenn ich jetzt natürlich mir ein bisschen die Hände binde wieder für die ablösefreien Transfers, aber ich schiehe hier schon mit 3 Augen auf die Meisterschaft und mit so einem halben Auge auf den DFB-Pokal und mit so einem Drittelauge auf die Champions League. Ich habe das Gefühl, hier geht noch was. Also ein Titel die Saison. Irgendwas müssen wir uns ins Museum packen. Das steht fest für mich. Das steht erstmal fest. Innenpfosten. Schade. Mali haben sich geholt. So. Die sind alle noch fit soweit. Dann machen wir erstmal weiter. Zurückziehen. Geiger hat auch schon ein Tor und 18 Spiele. Anscheinend nicht besonders torgefährlich. Rote Karte Renato Sanchez. Vielen Dank dafür, Renato. Das ist wirklich sehr nett von dir. Du Sau. Ja, Geiger, ist doch gleich klar, wo du die nächsten 3 Wochen spielst. Im zentralen Mittelfeld. Gibt's ja gar nicht, ey. Holt er sich glatt rot. Damit bleibt der Hut weiter unantastbar. Na, geht's nochmal weiter? Jo. Ich glaube, jetzt nehmen wir auch gleich mal wieder ein bisschen was runter. Wobei die hinten hier ganz gut aussehen. Pfosten. Ja, wenn der jetzt zählt, dann wechsel ich. Deutet zur Mitte. Jo. Dann wechseln wir jetzt aus. Defensiv mit langen Bällen. Und Lenormand hat nur 48 Fitness. Da kommt dann Albiol für rein.
Der Hut hat nur 45 Fitness, Mondragaro 46. Ruder rein. Der Hut kann ja noch und hier er hat 60 Fitness. Kann trotzdem Jiggo für rein. Einen Wechsel hätten wir immer noch. Den hier muss jetzt noch auf, für den Fall der Fälle. Und wir gehen jetzt auf vorsichtig defensiv. Für die letzten Minuten. Da geht's schon los. Schon klingelt's hier. Und Abpfiff. Nichts mehr passiert. Das war immer so geil. Es passiert mega viel. Dann fängst du an zu wechseln wie ein Wilder. Abpfiff. Nichts mehr los. Okay. Danke. Ja, ich glaube, die Transfers waren mega wichtig, ne? Wenn ich jetzt schon gucke, wer hier alles ausfällt. Was hat er gemacht? Nachtreten. Zwei Spiele. Naja, gut. Muss ich wohl mit leben. Da muss ich wohl mit leben. Jetzt haben wir auf jeden Fall theoretisch das Team verstärkt, praktisch hat es nicht viel gebracht, weil die anderen Biber sowieso jetzt rausfallen hier, ne? Okay. Wir haben, glaube ich, schon die beste Elbe im Feld hier, ne? Ja. Außer eben vielleicht den Bono, aber der soll eben dann auch so und so eingesetzt werden. Passt. Passt, passt, passt. So, gegen Mainz. Bully gegen Mainz. Taktik immer noch komplett voll. Nehmen wir. Ich habe Traoré wieder auf der Bank, sehe ich gerade. Das habe ich eben verpennt. Den 30 Millionen, Mann. Fitness hat er 90. Ja gut, der wird dann Gamara zur Halbzeit abwechseln. Ablösen. Ihr wisst schon. Zirkzi 1-0. Hervorragend. Ja, Zirkzi kommt jetzt. Der kommt jetzt. Aber Ekambi leider auch. So, Gamara runter. Traoré rein. Wir haben es alle kommen sehen. Es kam. Elfmeter Zirkzi. Mach ihn einfach. Jau. Jau, jau, jau. Ah, der ZC, der ist agil da vorne. Der traut sich was. So, wenn es 74 werden, wechseln. Wir werden wieder wechseln. Da gut. Scheiße. So, egal. 29 hat nämlich nur noch Mittelstädt. Dafür wird Bono kommen. Dann haben wir einen Gelbverwandten und hier einen Gelbverwandten. Da kommt dann Albiol. Und der muss weiterspielen, das hilft nichts. So, und Dzeko löst Zirkzee ab. Gucken, was passiert. Und drin. Auch Mainz macht ein Eigentor. Und zack. Dzeko auch schon das 10. Tor. Hast du richtig gesehen? Oder war Dzeko die Vorlage? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich glaube, das war die Vorlage von Dzeko, ne? Darf Engelhardt auch mal ran. Abpfiff 4-2. Immer noch 8 Punkte auf RB. Und damit, meine lieben Freunde und Zuschauer und beides und alles und sowieso, ich bin wieder erschöpft, verabschieden wir uns dann auch schon wieder. Raúl Albiol mit 38 oder vielleicht schon 39. Macht noch mal extra Tempoläufe. Das halte ich für sehr realistisch. Beim nächsten Mal wären wir dann erstmal richtig schön so. Gamara für 7 Millionen. Also den würde ich nochmal abgeben tatsächlich. Nach dem Spiel. Den würde ich ja glatt nochmal geben. Oh, zählt das denn überhaupt noch? Zeig mir mal den Kalender. Bis 28.01. Ja, doch, zählt er noch. Genau, passt.
Weil der Typ regt mich sowieso auf. Und Geiger kann ich jetzt ja auch ablösen. Und dann könnte ich noch mal ein bisschen mehr Geld nehmen für ablösefreie Spieler. Wobei wir vielleicht sogar mal gucken können, ob sich das überhaupt lohnt. Wir nehmen mal Spieler mit auslaufenden Verträgen. Gehen bis maximal 30. Das nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Dann gucken wir mal, was wir da so kriegen. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall ran an den Feind. Das sind ja alles richtige Granaten hier. Das sind ja richtige Granaten. Könnte ich die ganzen Spiele ja alle kaufen eigentlich. Gut, nee. Genau, der wird noch gehen. Der wird noch gehen. Und dann haben wir Geiger eben zum Tauschen. Jetzt aber endgültig. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Ciao, ciao.